Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Ja, es ist hier immer noch warm. In der letzten Folge waren es 30 Grad. Ja, das Spiel läuft jetzt. Und 20 Minuten später habe ich jetzt so um die 32 Grad. Es ist warm. Ja, warm. Aber na gut, was willst du machen? So, wir bauen unsere Strecke weiter. Geld haben wir genug. Mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie... Besten wäre irgendwie schön mit so einer Hochbahn jetzt hier irgendwie über diese... Oh, das geht sogar. Oh, nice. Oh, das geht nicht. Das geht. Guck mal das. Hoffentlich kriegen wir die anderen noch neben. Meistens klappt das ja nie. Rückenfall der Kollision. Tidim! Warum? Da geht's noch. Müssen wir rausfinden, wo dran es liegt. Könnte an der Straße hier liegen. Geil geht. Bis dahin geht's. Hier geht's nicht. Warum? Vielleicht geht's jetzt. Ups. Jetzt geht's. Sieht natürlich auch irgendwie ein bisschen witzig aus, diese Brückenpfeiler, ne? Das ist eine schwere Brücke und hier sind solche kleinen Stelzen nur drin, ne? Sehr interessante Brücke. Aber sie erfüllt ihren Zweck. Die Züge, wir kommen hier also oben rüber. Das ist nicht schlecht. Bin wieder da. Muss einen kurzen Cut machen. Bin aber jetzt wieder da. So. Wir bauen weiter. Sollen wir gerade gucken? Achso. Nice. Nice. Die Straße muss da einfach mal gerade weg. Warum ist eigentlich das so laut? Och, erstmal wieder ein Autosave. Autosave war sehr wichtig. Audio. Oh, der Effekt ist natürlich sehr hoch. Oh, zwei weiter runter. So. Erst mit der inneren Bahn. Man muss immer sehen, dass man die innere zuerst nimmt. Oh, das klappt. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Nee, schlecht. So, dann müssen wir sehen, dass wir da hinten wieder drauf kommen. Geil wäre natürlich, wenn wir das hier schaffen würden, ne? Mal nicht ganz hin. Ja, wir versuchen das mal hier. Wenn ich jetzt halt hier aber abgehe. Da drauf. Ja. Nicht. Also wenn wir jetzt den zweiten noch nebensetzen, das glaube ich, sieht immer noch so doof aus, ne? Ja, das ist halt der... Das Tunnelportal. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich es noch schärfer mache, oder jetzt erstmal so dran vorbeigehen lasse... Lasse ich da noch nicht... jetzt noch nicht unbedingt gleich einen Tunnel möchte. Den sieht es jetzt schon besser aus. Jetzt den hier nehme. Sieht das gut aus. Perfekt. So, kommen wir da drauf. Sehr schön. Zack. Perfekt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, und jetzt gehen wir da vorne hin viergleisig und dann gehen wir wieder zusammen auf 1. Und dann müssen wir jetzt auch dann mal sehen, dass wir... Also die werden wir heute auf jeden Fall noch fahren lassen. Und dann werden wir offscreen dann da so ein bisschen
Was denn auch? Hier sind wir schon mal von abgegangen. Da wollten wir hin. Kommen wir aber von da. Wollen wir nicht. Wir wollen weiter geradeaus. So, da drauf. Perfekt. Und der geht kurz vom Tunnel. Dann jetzt hier drauf. So. Da wieder ein Stück viergleisig. Das mache ich aus dem Sinne, weil der TG hört einfach sehr, sehr schnell ist. So, hier wachsen Bäume und Häuser sehr dicht an den Schienen. Wir können uns das mal gerade angucken, wie hier unser Busnetz aussieht. Ja. Ne? Da ist nichts. Also da haben wir gut was zu tun nachher noch. So, ich möchte jetzt aber einmal gerade die Linie schon mal eintippen. IC. Haben wir schon den IC, haben wir schon IC2 wahrscheinlich dann, ne? Ja, IC2. London. Alles geht von London ab. Warte, guck mal, ICE, IC2. Die habe ich gar nicht benannt. IC2, London. Nach Falmouth. So. Der wird grün, neon grün, okay. So, hier müssen wir natürlich jetzt gleich erstmal das Gleis suchen, was er kriegen soll. So, dann fährt er hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Und nach da. So, so. 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 Wieder zurück. Gut, er soll aber in das lilane Gleis. Also in Gleis 11. So. Das sieht schon mal gut aus. Das springt gleich um, wenn wir hier die belegt haben. So, hier soll er dann auf Gleis 2 ankommen. So. Und hier soll er auch auf Gleis 2 ankommen. Und hier soll er wahrscheinlich auch auf Gleis 3 ankommen. Warum er das jetzt nicht mehr von alleine macht, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt repariere, macht das nicht. Jetzt sind alle wieder auf 1. Vielleicht sollten wir mal gerade hier ein paar Signale reinsetzen. Dann dürfte das sich vielleicht schon von alleine lösen. Nö. Ja, nice. So. Warum er das auch immer so macht, wie es macht, ich weiß es nicht. Soll er hier auf 2, hier auf 2, dort auf 2. Hier soll er auf... Da ist er auf 2. Was heißt denn die Station hier? Limes. Hat irgendwas vergessen? Irgendwo ein Stück Schiene vergessen? Natürlich sein, dass ich irgendwo ein kleines Stück Schiene vergessen habe, aber es sieht nicht danach aus. Wo ist das Problem? Wir gucken mal gerade hier in unserem Endbahnhof. Doch, da haben wir nur das eine Gleis. Hier geht's auch nicht. Wenn wir uns jetzt hier nochmal eins hinsetzen. Das jetzt als Einwand machen, haben wir da ein Problem zwischen Plymouth und
Irgendwo hier muss ein Problem sein. Was ich jetzt gerade noch nicht sehe. Das ist alles verbunden. Hier gehen wir super rüber. Hier gehen wir auch schön rüber. Hier gehen wir dann in den Tunnel. Angeschlossen. Gehen hier rüber. Angeschlossen. Gehen hier rein. Und ja, alles gut. Sehe ich jetzt nicht, wo das Problem ist. Ganz ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Das wieder repariere. Kann nicht verbunden werden. Da muss irgendwo ein Fehler stecken. Gehen wir mal hier auf das Tool. Kann man mal schön sehen, wie die Gleisabschnitte sind. Alles durchgängig. Und hier sind wir eingleisig. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wir haben Strom. Wir haben noch alles. Nochmal neu. Nochmal neu. So. Ja, das können wir mal gerade wegmachen hier unten, den Kram. Ist jetzt, hat sich das Spiel aufgehängt oder was? Ne. So. Nochmal. So, wir wollen von hier, aber wir wollen hier von Gleis 11 ausgehen. So. Dann wollen wir hier hin. Ja. Aber hier wollen wir auf Gleis 2 ankommen. So. Dann wollen wir hier hin. Und wir wollen hier auf Gleis 2 ankommen und wir wollen hier auf Gleis 2 ankommen. Dann wollen wir hier hin. Kommen hier richtig an. Dann wollen wir hier hin. Und hier sind wir schon wieder auf der falschen Seite. Hier kommen wir nicht an. Das Problem muss irgendwo hier liegen. Weißt du nicht wo? Alles verbunden. Keine Unterbrechung drin. Hier in dem Tunnel ist eine Unterbrechung drin. Da. Da ist der Übeltäter. Da hinten sitzt er. Hier. Meine Freunde, da sitzt er. Ich hab's gefunden. So. Jetzt reparieren. Das geht natürlich nicht. So, jetzt haben wir den aber schon. Gehen wir wieder auf den. Ja, jetzt sieht's gut aus. Und so zurück. So zurück. So zurück. Und so zurück. So. Das hat uns jetzt nur geschlagene 10 Minuten gekostet, bis wir das Problem gefunden haben. Aber ich wusste, da ist irgendwo eins. Und es hat geklappt. So. Können wir das wegmachen? Und nur mal gucken hier. Ausfahrsignale, Einfahrsignale. Oh, lassen wir erstmal so. Mal gucken, wie das nachher so sich dann alles so ergibt. So. Hier sollen wir vielleicht noch irgendwas zwischenbauen. Gucken wir, wo wir gerade die Signale alle gesetzt haben. Ganz gut aus. Hier ist keins. So. Die Signale brauchen wir nicht. So. Ja, das blinkt ja immer lustig vor sich her. Ich würde sagen, wir fahren hier mit 4 Zügen.
mit Vieren. Jetzt von hier drauf gehe, komme ich da wieder auf das Gleis? Nein, komme ich nicht. Muss ich. Das kriege ich jetzt hier aber nicht mehr hin. Kriegt jetzt hier noch einen Zug her? Da ist er. Nicht nur von hier noch, wa? Irgendwo hinten muss doch noch so ein Ding so sein. Da kriege ich denn da jetzt den Zug her? Muss irgendwie einen Zug aufkriegen auf die Linie. Der kommt von hier. Doch, wenn ich ihn hier auf das Gleis kriege, müsste das doch gehen. Aber wenn ich dann hier aufsetze, komme ich da nicht rüber. Dann müsste ich ihn schon wiederum hier aufsetzen. Das ist natürlich jetzt doof. Ich würde eigentlich gerne bei der Station hier mit dem Zug starten. Machen wir es anders. 4 Stück. Sprich, einer kommt hier hin. Genau, machen wir das dann hier gleich mit Abstand. Dann gehen die alle direkt auf die Schiene. Oh. So. So, meine Freunde, machen wir das jetzt hier mal hin. So. Wo ist die Mitte? Wo hier, ne? Wie ich das jedes Mal immer sage, wir reißen das danach wieder ab und machen tue ich es nie. Versuchen wir es aber heute mal. Zack. Und dahin und einen dann am Ende, der dann auch gerade von abfährt. So, wo habe ich die jetzt hingesetzt? Da hinten. So, und ich könnte ihn jetzt aber erst hier aufsetzen. Dann lassen wir den halt eine Sekunde später losfahren. Wäre dann auch kein Thema, ne? Nachdem wir den Autosave erfolgreich überstanden haben. So. Machen wir das so. Könnte sogar dann vielleicht hier stehen bleiben. Zack. Sieht es mit der Weiche aus? Maximal hirnbehindert. So. Dann kaufen wir jetzt 4 Züge. Ich möchte ganz gerne die neue Lok nehmen, die wir haben. Die hier, die BR147IC. Zack. Die habe ich natürlich nicht bearbeitet. Können also dementsprechend nicht so viele Leute transportieren. Aber wir können auf 320 Meter gehen. Was wir auch direkt ausschöpfen werden. So können wir immerhin 300 Leute transportieren. So, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so, wie er im Original fährt, aber was fährt schon so im Original? So, machen wir jetzt hier einen drauf. Den können wir eigentlich auf die Linie raufsetzen. So. Da kommt er, gleich irgendwann rausgefahren. Da ist er sogar. Pause. Er muss nochmal anhalten. Die anderen könnten wir dann rein theoretisch sofort losschicken. So, hier möchte ich jetzt aber Passagiere den andersrum fahren lassen. Sprich, Triebwagen vorne. Zack, 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 zack. Ein zu viel. So, elektrisch. Ganz unten. So, dann du unten und dann einmal wieder nach oben. So, müssen wir mal kurz einmal hier gucken, wie das mit der Farbe aussieht. Farblich. Ist es in Ordnung. So. Schön. Dann kann der auf die Linie. Perfekt. Weg. Weg. So, dann kann der nächste. Was soll er denn jetzt mal den hier? Achso, alles klar. Die Lok steht da nur. Dann kommt der nächste. Der fährt auch mit dem. Der Schnauze nach vorne. Zack, zack, zack. Elektrisch ist wieder ganz unten.
So. Weg, dann kann der auch auf die Linie. Und dann der ganz da hinten, der fährt dann wieder mit der Lok nach. Da haben wir halt ein bisschen Abwechslung drin, erstmal für die nächsten 34 Jahre oder so. So, elektrisch. So, jetzt kauft euch eine Maus für dieses Spiel, wo ihr das Mausrad ausklinken könnt. Es ist das einfachste der Welt dann. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die noch einmal an hier. Wenn der hier einmal dann komplett rausgefahren ist, können wir dann den anderen dann auch losschicken. So. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich ging wieder rucki-zucki. Hören die ganz schick aus. Natürlich jetzt eigentlich 320 Meter lang, ne? Höchstgeschwindigkeit sind wahrscheinlich 198. Ne, 160 nur. Aber das reicht ja auch. Nein, jetzt habe ich den anderen weggeklickt. Der Sound ist gut. So. Wo ist er? Alt, alt, nicht lenken, nicht lenken. So, du darfst jetzt auch losfahren. Lass los. Da kommt gerade der TG Hürt. Ah ne, du bist eh auf deiner anderen Spur. Perfekt. So. Sound. Klingt gut. Auch die Lok klingt mal anders als die normalen Standarddinger. Hier noch der TG Hürt kommen. Der mit 300 durch den Bahnhof brettert. Ah ne, dauert noch ein bisschen. Gucken wir uns das doch vielleicht nochmal hier an. Stellen wir uns mal hier hin. Im Abschluss. Okay, schade, die Zeit war natürlich jetzt leider auf volle Pulle. Trollo. Hätte sich natürlich schöner in Realgeschwindigkeit anschauen lassen. So, da kommt der andere. Hör nochmal an, einmal das Bremsen und das Anfahren von der Lok hören. Mal sehen, wie sie sich anhört. Mal andere Hupe. Noch nicht so großartig anders. Bisschen schon. Schnell beschleunigt hier. Schnell ist schon 75. Schon ganz schön lang, ne? Ah, ah. Der TG Hürt kommt mit 300, dann ballert er da richtig schön dran vorbei. Gut, meine Freunde, dann bedanke ich mich aber für heute fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.